Jetzt geht's. Sollen wir in die Kamera gucken? Weißt du, was am 13.02. rauskommt? Ja! Nightlife, Mann! Ein Tag vor Valentinstag? Ja, Mann, wie heißt der Film? Nightlife! So sieht's aus. Wow! Mein Name ist Paulina Roginski. Frederik Lau. Elias Mbarek ist in unserem Herzen. Er ist nämlich auch noch mit dabei. Alles für Bravo. Und für euch, liebe Freunde des Internets, ihr erfahrt gleich unsere ersten Male. Wir hatten ganz viele. Ja, einige. Und die waren ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, wann ich das weiß es auch nicht. Bestimmt auf einer Party. Nein, wir haben uns bestimmt auf der Party das erste Mal gesehen. Du bist so unscheinbar auch. Ich hab dich auch nie gesehen. Nee, ich hab Freddy immer gesehen. Freddy ja, ich hab sie nie beachtet. Freddy war einfach immer besoffen. Ja, genau. Nee, besoffen würde ich jetzt nicht sagen, angetrunken. Beschwipst. Gut drauf. Beschwipst, Nightlife. Gut drauf. Du hast immer probiert aufzulegen, machst auch DJ und sowas. Boah! Und dann bin ich gegangen, weil ich dachte so, was ist das denn für eine Burger? Was ist das denn? Ja. Deswegen, das war schon auch mit. Und das Ding ist eigentlich, dass Freddy voll gut tanzen kann. Wirklich ja, aber sehr sie gut kann tanzen. Halt nicht auflegen. Aber wenn ich auflege, dann kann er es. Ja, das ist die Leute denken jetzt wirklich, ich könnte nicht auflegen. Du kannst mega auflegen, das war doch nur ein Spaß. Wow! Also ich ganz ehrlich sagen, ich weiß ganz genau, ich dachte mir so ein... Hast du es gelesen? Na klar, Mann. Das habe ich gelesen. Ich habe noch nie so einen langen Showdown in meinem Leben gehabt. Ich habe nach 5 Minuten angefangen zu lachen, weil das so ein lustiges Buch ist und so viele verrückte Szenen sind. Und dann hatte ich ja noch 1,5 Stunden zu lesen. Also ich habe eigentlich fast komplett... Kannst du lesen? Ja. Ich wusste nicht. Sogar auf 3 Sprachen. Echt? 4. Auf was denn? Russisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Das wollte ich nur jetzt mal gerade zur Schau stellen. Ich habe mir das gerade nur ausgedacht. Und dann habe ich halt dann noch 1 Stunde oder 1,5 lachen müssen, weil, sag mal nicht am Anfang, denkt man, ja, wie du ja gerade gesagt hast, mit dem Showdown. Ja, ne? ja. Man denkt, okay, es kann ja gar nicht lustiger werden. Und ja, dann es kann kommt auch gar nicht ja, weitergehen. Es kann nicht weiter, dann kommt der Spieleabend, dann denkst du dir, das geht nicht crazy, dann kommt diese Clubszene. Ist schon kranke Scheiße. So, ist schon echt kranke auch Scheiße. Der Dreh war so absurd, was wir manchmal gedreht haben. Ja, voll. Irgendwelche halbnackten Menschen, wenn ich an diese ganzen Clubszenen denke und diese Techno-Partys. Da war ich leider nicht dabei. Stimmt, da war ich mit Elias immer. Aber stimmt. Ich habe mir das vorgestellt. Wir haben auch schon mal im Film geknutscht. Ja, ich weiß noch mal, für mich war es mein erster Kuss überhaupt. Weißt du, da war auch bei meinem ersten Dreh. Und dann haben wir geprobt. Und warst du, dann war dieses Mädel, ich glaube, die war so 16, 17 und ich war 10. Dann haben wir geprobt, ich musste sie küssen, sie mussten davor kurz dann so ab, mich so abwinken quasi. Und ich habe geprobt und dann, sie hat nicht aufgehört und dann habe ich ihre Lippen berührt. Da war ich ziemlich stolz drauf, auch eine schöne Frau. Und, die war 16 und du warst 10? Sie war 16, 17, vielleicht war sie 18. Also du hast dir den Kuss abgeholt? Ich habe mir den abgeholt, ich bin immer noch ziemlich stolz drauf. Ja. Ich habe ja immer gedacht, dass mit Elias mein erster Filmkuss war, aber dabei fällt mir gerade auf, dass der mit dir war. Das ist noch eine Scheiße. Oder? Mit der Hundescheiße, genau. Die ganzen Hunde, eins von den Hundenbabys. Ja, das war in so einem Film, wo immer so überall Welpen um uns herum lagen und die haben immer gepinkelt und geschissert. Ja, war ziemlich romantisch und seitdem mögen wir uns total. Ich kann dir von meiner letzten. Erzähl mal. Aufregend. Also wann ist, vor allem wenn man... ich glaube, das erste Mal auch in den Club reinzukommen und so. Das erste, ich weiß noch ganz genau, das weiß ich noch. Was war es, 90 Grad oder so. Aua! Nee, ich war vom Starlight hinten in Lichterfelde bei uns in Berlin. Da rein und da reinzukommen, ey, mega nervös, gezittert um mein Leben. Und dann rein und mein Nachbar noch getroffen, getanzt. Ich liebe tanzen. Und das Ding Freddy ist eine kleine ja, Partymaus, der tanzt. Ja, ich tanze gerne. Ich tanze auch gerne. Ja. Und auf jeden Fall, ich weiß noch ganz genau, was machst du hier? Ich war so 14, 15 Jahre alt. Ich war so stolz. Ja, ich liebe Ausgehen nach wie vor. Ich hatte früher immer Stifte dabei und Aufkleber, um mir die Stempel... Nein, ich habe mir die Stempel gefälscht. Also meine erste Party ist auf jeden Fall sehr lange her. Und warum so alt bist du noch nicht?
Naja, also ich bin schon relativ früh. Ich habe meine Eltern echt immer genervt und war dann auf irgendwelchen Teenie-Partys schon, weil das natürlich sau cool. Überleg mal, wie geil das war, als Teenie auf eine Party zu gehen. Da kann alles passieren. Natürlich, es ist lustig. Man ist voll aufgeregt. Treffe ich jetzt meinen nächsten Freund? Klar. Werde ich wirklich knutschen? Und eigentlich. Das Ding ist, es kann ja immer noch passieren. Ja, klar, und das Gute ist, und dann kommt also Shakira. Heute noch. Und dann kommt Shakira. Und dann kommt Shakira. Achso, wenn ein bestimmtes Lied kam, wenn so ein langsames Lied. Weißt du, wie so Nelly Dilemma und so, weißt du, was ich meine? So, wo du denkst, so, fuck, okay, alles klar, Mann. Wie hast du das eigentlich gemacht? Er ist voll in Ordnung. Sag mal ehrlich jetzt, wie hast du das gemacht? Wie hast du den Typen klar gemacht? Ich hab noch nie einen Typen klar gemacht. Siehst du, das ist nämlich das Ding. Das war bei mir beim Männerherzen, von dem ich gerade erzählt habe, von meinem ersten Drehtag. Da habe ich Elias kennengelernt. Stimmt, Tatsache. Elias hat damals Türkisch für Anfänger die Serie noch gedreht bei der ARD. Und ich hatte meinen ersten Drehtag halt da für die zwei, drei Drehtage. Und da haben wir uns kennengelernt. Wir hatten sogar eine Szene zusammen. Da habe ich Elias kennengelernt. Da muss ich aber dazu sagen, da haben wir uns noch nicht so kennengelernt als Menschen. Wir haben uns nur so kurz gesehen und ich glaube, wir fanden uns beide ganz schön unsympathisch. Und dann haben wir uns irgendwie ein, zwei Jahre später über Freunde und den ähnlichen Freundeskreis kennengelernt. Und ja, seitdem sind wir befreundet und mögen uns. Ich kann mich noch daran erinnern, wo Elias bei mir auf der Couch geschlafen hat, auf meiner roten Ledercouch. Wir haben jetzt in der Welle zusammengespielt, die Welle haben wir zusammengespielt. Da war ich, glaube ich, 17 und er, wie alt ist er jetzt eigentlich? War auch nicht viel alt, sagen wir mal, er war 22. Also. Genau, und da waren wir zusammen. Und hatten ich habe ein bisschen Berlin gezeigt, sagen wir es so. Das Nachtleben in Berlin? Das Nachtleben, das Nachtleben. Reagiert. Ich glaube, ich bin... Ich hab so reagiert. Ich glaube, schrecklich. Ich finde das schlimmer, aber schlimmer als gucken. Ich finde, beides zusammen ist so, oh. Und dann gewöhnt man sich dran. Also vor allem bei Nightlife, muss ich sagen, hatte ich jetzt, da passiert so viel Geiles. Ja, aber da siehst du auch wirklich gut aus. Was hast du gesagt? Nein, ist aber Tatsache. Hast du jetzt das erste Mal ein Kompliment? Nein, ich weiß, ich habe es aus Versehen, sorry. Nimmst du es jetzt wieder zurück, oder was? Nein, das sieht wirklich top aus. Also kann man sich angucken, nur wegen Paulina alleine. Das war Peter. Bei Nightlife war das total cool, weil da habe ich nicht mehr mich gesehen, sondern ich habe die Figur gesehen, Sunny, und den Film gesehen. Leute, ihr wisst, was jetzt kommt, ja? Ihr müsst eure Fingerchen spreizen, denn das Video hier ist gleich zu Ende und wir wollen von euch folgende Sachen wissen. Fandet ihr den Film genauso toll wie wir? Was war die beste Szene? Was war die lustigste Szene? Und was war die beste Party eures Lebens? Das will ich unbedingt wissen. Ich like auch eure ganzen Kommentare durch. Voila, ich schwöre. Zeigt mal, was ihr drauf habt.